Ich stehe euch zu Diensten. Die nichts hier annehmen? Nö. Nur einfach jetzt hier einmal durchreiten. Na gut. Wie gesagt, für das Buch der Taten. Orte der Zwerge heißt das. Okay. Wir reiten einfach querfeld durch. Locken wir den halben Wald an. Ja, gut, ne? Wo geht's denn? Ist doch schön. Ja. Ich meine, so haben die Tiere auch ein bisschen was von uns. Können mal kurz anknabbern. Ja. Und dann stellen sie fest, dass wir nicht gut schmecken. Ja. So kann man es auch sehen. Ja. Ich habe mich gerade ein bisschen zu sehr aufs Essen konzentriert. Nicht schlimm. Muss ja auch sein. Ja. So, und dann die Richtung. Cool. Unser alter Startpunkt damals beim ersten Mal. Okay. Falls du dir nur dran erinnerst. Ehrlich gesagt, nein. Wo wir da oben gestartet haben. Im Hügel okay. Da. Wo wir dann hier zu der Mine mussten. Hm. Naja. Da oben zur Elbenruine. Dann können wir einmal wieder gehen. Ja. Wie hot. Und das war das Ding, wo wir dann in diese Einzelinstanz mussten. Ah. Und hier diesen Blumen folgen mussten. Erinnerst du dich jetzt? Ja, es dämmert zumindest. Ja, wenn es dämmert, ist ja schon mal ganz gut. Das ist ein Anfang. Ja, kein großer, aber... Nein, das macht ja nichts. Da hat doch keiner vom großen Anfang gesprochen. Hauptsache. Hey. Und Orte der Zwerge abgeschlossen. Und wir können wieder gehen. Ey. Ja, ist bei dir auch aufgeploppt, oder? Orte der Zwerge abgeschlossen, ja. Gut. Ja, nicht, dass du nicht nah genug rangegangen bist. Ist mir nämlich auch schon mal passiert. Doch. So, jetzt können wir übrigens den ganzen Weg wieder zurückreiten. Das macht ja nichts. Wir müssen ja nicht laufen. Stopp. Na gut, wenn die Fette jetzt ein bisschen schneller werden, wäre das nicht verkehrt, aber das passt schon. So, kann man leider nichts machen. Ich weiß gar nicht, ob 68% schon das schnellste ist. Eine gute Frage. Meine zwar ja, aber ich bin mir nicht sicher.
Im Shop kannst du mehr kaufen. Ja, ich weiß. Aber das Problem dabei ist... Money, Money, Money. Und die letzten Punkte, die ich hatte, sind für Kleider und so draufgegangen. Also, ja. Ich war nicht ganz sparsam mit meinen Lotro Points. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall einen wundervollen guten Abend, stiller Zuschauer. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Huch. Was weg? Du gar nicht angeklickt. Seltsam. Was hast du nicht angeklickt? Ja, da stand, ich bin zu weit weg, aber ich habe gar nichts angeklickt. Ich habe hier mein automatisches Ding drin. Ich bewege mich gerade nicht selber. Ich habe gerade den Automodus drin. Der Grund, weswegen ich teilweise so kreuz und quer reite. Also, sofern wir ans Ziel ankommen. Ist das ja nicht eventuell. Ach so, ja. nicht, dass wir in Mordor landen. Ich glaube, bis dahin schaffen wir es nicht lebend. Das könnte natürlich passieren. Nicht auf Stufe 14, glaube ich. Du hast ein automatisches Ding drin. Warum klingt das dann schon wieder falsch? Ich hab nichts gemacht. Wohin schafft man das nicht mit Stufe 14? Nach Mordor. Also einen Trip nach Mordor. Zu Fuß. Und Eisbergsalat, vielen, vielen lieben Dank für dein Raid. Ich hoffe, du hattest einen schönen Stream. Und... Oh Gott, was habt ihr gespielt? GTA 5. Sehr geil. Ich gehe mal von aus, ihr habt wieder RP gemacht. Denke ich. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Das wäre von Vorteil, ja. Sind wir. Nee, habe an Server gebastelt. Ah, okay. Also, was GTA angeht, bin ich ja komplett raus. Und GTA, da habe ich einfach mal so gar keine Ahnung. Aber ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Was benötigt ihr? Die Nachbarschaft von Elben und Zwergen in den Ereduin ist schwieriger, als ein Luchs und ein Wolfsjungs im selben Haus zu halten. Ich hoffe, ihr nehmt an meinen Worten keinen Anstoß. Im Interesse des Friedens ist in den Ereduin werde ich Mattis Starkhandswünsche respektieren und mich um die Rettung Auertals kümmern. Ich möchte eigentlich nicht die Last einer fehlgeschlagenen Rettung tragen. Aber ein Waldläufer kann sich nicht leisten, eine Verantwortung wie diese abzulehnen. Denn würde ich sie ablehnen, dann wäre Avatars Leben verwirkt und mit ihm der Friede in den Ereduin. Wenn ihr mir helft, werde ich den Rettungsversuch planen. Würdet okay. ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Ich glaube, ich könnte solch eine Reise machen, aber das bedarf, glaube ich, ein paar Helfern. Ja gut, mit Helfern wäre es möglich. Mit Helfern wäre es möglich. Aber nee, wir gedulden uns. Wir gedulden uns. Ich glaube, wir sehen irgendwann Mordor noch. Und dann werfen wir Kai ans Feuer. Ach dich. Ja, nee. Ja, doch. Ich gehe dann elegant rückwärts und verkrieche mich dann. Kommt so ein halb verbrannter Arm vor mir nach da oben. und zieht mich erstmal noch mit runter. Ja, oh, nee, ja. Ist klar. Ich habe Gerüchte über die Gefangennahme Avatars gehört. Mattis Befürchtungen waren berechtigt. Die Elben von Duelund erinnern sich noch gut an den Verrat durch Skorgrim Grimhand vor 600 Jahren. Außerdem sind sie für alle Zwerge gleich. Während der kurzen Herrschaft von Trine und seinem Sohn Thorin in den Ereduin wurde nur deswegen widerwillig Frieden gehalten, weil die Zwerge unter sich geblieben sind und die Elben in Ruhe gelassen haben. Also gut, ich werde euch helfen, Avatar zu retten und damit hoffentlich einen Krieg zu verhindern,
In diesen dunklen Zeiten spielen Konflikte unter den Feinden Moros lediglich den dunklen Herrscher in die Hände. Die Aufgabe wird nicht leicht. Kommt wieder zu mir, wenn ihr bereit seid, zum Lager der Grimhans aufzubrechen. So, ich erinnere noch einmal an das Gewinnspiel, beziehungsweise an die Verlosung in einer Stunde. So. Verlost wird dieses Spiel, Mortau, oder wie auch immer man das aussprechen mag. Mappa hat schon reingeschrieben, wie ihr dran teilnehmen könnt. Und ja. Würde es hier mit einem Char Stufe 10 in den Ruinen von Dinga zu stehen. Ja, ich denke schon. Ich glaube schon. Ich sag einfach mal ja. So. Abwendung eines Krieges. Ich grüße euch. Das wird keine leichte Aufgabe. Ich werde euch dorthin bringen, wo Abatroll meiner Meinung nach festgehalten wird. Wir werden uns den Weg sicherlich gegen eine Horde Grimhandkrieger freikämpfen müssen. Wir müssen uns gegenseitig den Rücken freihalten, sonst haben wir keine Chance. Seid ihr bereit zum Aufbruch? Kaya, sind wir bereit zum Aufbruch? Sind wir. Okay. Dann wäre die Frage, ob ihr das auch wollt. Liegt an Kaya. Er plant den Elbenprinzen Avortal aus den Klauen der Verräter. Wenn Kaya Bock hat auf eine kurze Stippvisite. Was? Ob du Bock hast auf eine auf eine Stippvisite in den Ruinen von Dingard. Wenn du mich jetzt. Ja, jetzt gerade ist schlecht. Ich denke, ihr seid auf Spiel, oder? Ja, sind wir. Warte mal. Irgendwann sind wir da. Irgendwann, okay. Ich weiß nicht mal, wo diese Ruinen sind, ne? Du hast ein Haus. Ja. Ja. Ich habe auch irgendwo ein Haus, denke ich. Nicht, nein, ich habe ein Haus, ja. Amon Gorn, eine Siedlung Faladlorn. Uferstraße 1. Ah, ich kann einmal Unterhalt nochmal zahlen. Achso, bis zum 1.6. ist das, ne? Ja, okay. Das ist bei dem schon jetzt hier. Das, ja, ich hab das. Ich lese das gleich. Nein! Ich hab dich gerade gefragt. Ich habe gerade geantwortet. Ich habe gesagt, ich lese das gleich. Du kannst doch nicht schon anklicken, wenn ich gerade noch dabei bin zu antworten. Oh. Ey. Ja, du kannst dich auch mal gedulden und mal kurz abwarten. Außerdem weißt du, dass ich es nicht gelesen. Oder hättest du es eigentlich wissen müssen? Weil ich es ja nicht vorgelesen habe. Waren eben nur 3 Zeilen oder so. Mhm. Ich verlasse einmal kurz die Instanz. Ich lese das jetzt gleich nochmal. Geh da jetzt gleich nochmal rein. Und tschüss. Was benötigt ihr? Es klappt nur, wenn du auch rausgehst. Könntest du einmal bitte die Instanz verlassen? Ja, wenn ich merke, was das geht. Oben auf deinen Namen gehen, Rechtsklick und Instanz verlassen. Okay, Moment. Dann kann ich dir einen Gegenstand reinstellen, der einen in die Ruinen von Dingard bringt. Und was möchtest du dafür haben? Kann ich dir da irgendwas für geben? Ja. Frage. Ob wir dann wirklich von vorne anfangen? Ich grüße euch. Was ich hoffe? Nee. Okay, geh nochmal raus. Aber wahrscheinlich wird das nichts. Vielleicht die Quest auch nochmal abbrechen.
Nee, warte doch. Brechen. Ja. Einmal die Aufgabe abbrechen. So, die Frage, wie komme ich an die Prolog-Quest wieder ran? Was kann ich für euch tun? Sehr schön. Wir müssen uns beeilen. So. Wir sollten sofort aufbrechen. Zusammen könnten wir die Grimhans bezwingen und Abortal retten. Ja. Ich hoffe, man merkt jetzt, dass man was vorgelesen hat. Achso, man soll vielleicht vom Pferd absteigen. Krieg ich das Wasser da noch rein? Ja, perfekt. Lauf, kleiner Langlass, lauf. Wissen, dass wir hier sind. Weiter vorn wird der Kampf noch härter werden. Nun denn, auf geht's. Komm, davor, davor. Davor. Nicht stehen bleiben. Na, Luna, bist du wieder wach? Ich gehe mal davon aus, dass du ein bisschen geschlafen hast. Oder bist du einfach nur müde? Immer noch. Immer noch am Schlafen oder immer noch müde? Oh, dann leg dich doch hin. Schlaf weiter. Schon mit meinem Freund Film. Was schaut ihr denn? Oh, öffne das Tür. Das ist Sherlock, den zweiten Teil mit dem Schauspieler von Iron Man. Den zweiten kenne ich noch gar nicht. Oder? Ah, doch, doch, den zweiten kenne ich. Doch, doch, stimmt. Ich verwechsel nur immer, welcher Teil welcher ist. Ich weiß gar nicht, ob ich den ersten oder den zweiten mit Frisches geguckt habe. Aber gibt es nicht sogar eine neue Verfilmung irgendwie von Sherlock? Hat er nicht irgendwas?
Ich kenne die Serie schon in- und auswendig, aber eher noch nicht. Ich wusste nicht mal, dass es eine BBC-Serie dazu gibt. All unsere Mühen waren vergebens. Dies war eine Verschwendung von Zeit und Blut und keiner davon keinen davon konnten wir uns wirklich leisten. Lass uns in die Hütte zurückkehren und besprechen, wie wir vorgehen. Was benötigt? Warte euch, wir müssen zurück. Juhu. Gibt es auf Amazon Prime alle Folgen? Mit dem Schauspieler von Dr. Strange. Okay, jetzt komme ich. Ich kenne Dr. Strange nicht. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Was kann ich für euch tun? Das sind wirklich beunruhigende Neuigkeiten. Es scheint, als wären uns die Grimhans immer einen Schritt voraus gewesen. Ich denke, wir müssen wohl ihrer Spur folgen. Für die Grimhans ist Caladuil das Zentrum ihrer Macht. Es ist die letzte Stadt in den Eredouin, die sie noch kontrollieren. Es wird nicht leicht sein, dort einen Kampf aus dem Weg zu gehen. Ja gut. Ich kann da nichts von gebrauchen. Gut. Wird ja eh verkauft. Vielleicht einen Gefallen erweisen? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen Abertal vor den Grimhans retten, bevor sie Segel setzen können. Die Grimhans kontrollieren die Hafenstadt Caladuil im Osten. Das Schiff, mit dem sie Abertal wegbringen wollen, liegt mit Sicherheit dort vor Anker. Caladuil wird von Unmassen an Grimhans verteidigt und befindet sich in einer starken Position. Wir können die Stadt nicht einfach angreifen. Wenn wir auch nur einen Funken Hoffnung haben wollen, Avatar aus Caladuil zu befreien, benötigen wir die Hilfe von jemandem, der sich in der Stadt auskennt. Ich kenne einen Zwerg, einen Langbart namens Svarn, der Hafenmeister der Stadt war, bevor sie von den Grimhans eingenommen wurden. Ihr findet ihn östlich von hier, nicht weit von Caladuil. Juhu. Dr. Strange, Beste. Ich kenn's halt überhaupt nicht. Keine Ahnung. Aber wieder Lurk. Viel Spaß im Lurk, Luna. Und viel Spaß natürlich beim Film und beim eurem Pärchenabend. Martin Freeman, der Schauspieler von Bilbo. Ah, okay. Ja, wie gesagt, sagt mir halt überhaupt nichts. Das sind so Sachen, da bin ich raus. Autsch. Und erstmal sämtliche Knochen gebrochen. Seid gegrüßt. Askel bat mich nicht zu gehen, aber ich wollte nichts von seiner Warnung hören. Mein Bruder Arndor war kaum älter als ich selbst. Ich musste ihn einfach rächen. Ich bin gescheitert. Die Grimhans sind in diesem Hafen bereits so gut organisiert, als dass ein Zwerg mehr Bergmann als Krieger sie vertreiben könnte. Ihr habt euch sicherlich schon im Kampf bewährt, sonst hättet ihr es gar nicht erst hier geschafft. Willkommen! Ihr kommt wahrlich zur rechten Zeit. Ich habe mich auf der Suche nach dem Anführer durch den Hafen gekämpft, aber ich blieb erfolglos. Er ist feige und hält sich gut versteckt und seine Lakaien hatten mich schnell wieder verjagt. Wenn es zwar nicht gewesen wäre, hätten sie mich vorher auch getötet. Ich bin gescheitert und konnte Arndor nicht rächen. Ich bin nicht stark genug für einen weiteren Vorstoß. Ihr habt Askel geholfen und ich hoffe, ihr werdet mir ebenfalls helfen. Unterhalb in dem Tal östlich von hier liegt der Hafen von Caladuil. Dort halten sich die Grimhans auf. Werdet ihr nach Caladuil gehen und einen großen Teil der Truppen töten, damit mein Bruder gerecht wird, wie er es verdient hat? Jupp, werden wir. Ich stehe euch und eurer Familie zu Diensten. Wenn ihr nach Caladuil hineingelangen wollt, bin ich euer Zwerg. Die Grimhans haben meinen schönen Hafen in Schmutz und Verfall versinken lassen. Ihr Feinde sind meine Freunde. Aus dem Norden ist ein Schiff angekommen und liegt seit einigen Tagen hier vor Anker. Soweit ich erfahren habe, trägt es den Namen Zornfels. Sein Kapitän ist ein ganz besonders unfreundlich aussehender Grimhand. Wenn er plant, den Elbenprinzen auf seinem Schiff nach Norden zu bringen, müsst ihr euch beeilen. Ich habe gehört, dass die Wächter am Tor gesagt haben, dass das Schiff nicht lange vor Anker liegen würde. Am Tag seid ihr zu auffällig, aber nachts könnt ihr euch vielleicht unentdeckt nach Caladuil hineinschleichen. Haltet euch von den Nachtwachen fern, sonst schlägt sie Alarm. Sucht euch einige Verbündete und sagt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid. Wenn ihr bereit seid, lasst uns aufbrechen.
Avartal wurde vom Lager der Grimhans zu einem Schiff gebracht, das zu einem unbekannten Hafen im Norden auslaufen soll. Nur durch seine Rettung kann man den Frieden in Eretluin aufrechterhalten. Langsam und vorsichtig. Ah, scheiße. Egal. Ey, aber bis hierhin waren wir langsam und vorsichtig. Hm, na gut, an den kommen wir jetzt auch nicht vorbei. Warte nicht, bis der vorbei ist. Wie ist dieser kleine Zwerg? So, eine halbe Stunde habt ihr noch Zeit, euch ein Ticket zu sichern für das Gewinnspiel. Wer also noch mitmachen möchte, wow. Okay. Das war dumm. Warte, wie komme ich da wieder hoch? Ich muss einmal ganz kurz den Weg zurückfinden. Ich bin eben aus Versehen rausgetappt. Huch, hier kann man ja laufen. Ist ja, oh, okay, hier kann man nicht mehr laufen. Hallo. Wie gesagt, es handelt sich bei dem Spiel um Mortau. Kann es gleich auch gerne nochmal in den Chat schreiben. Das war irgendwie mein. Das ist das Spiel, um das es sich handelt. Kann man sich sonst auch gerne nochmal bei Steam angucken, wenn man nicht weiß, was es genau ist. Ich kann es tatsächlich nicht genau sagen, weil ich höre es halt heute auch zum ersten Mal. So, aber wer Interesse dran hat, kann gerne noch dran teilnehmen. Dann einfach Ticket in den Chat schreiben und natürlich eine 1 oder 2. So. Die Anzahl der Tickets, die ihr haben möchtet. Ich glaube bisher, ich weiß gar nicht, sind 2 Tickets? Ich glaube 2 Tickets sind im Pott. Also 2 Leute, die mitgemacht haben und 3 Tickets insgesamt. Nö, ich würde mir nicht. Gepriesen sei Elbereth. Ihr seid halt die Schnüsse. Sie sind gekommen, um mich zu befreien. Skorgrim Grimhand hat in der Tat Kluft Rastereik einen Bilvis-Armee aufgestellt. Und wenn wir ihn nicht aufhalten, wird er über alle freien Länder herfallen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wenn wir lebend aus Kelidu entkommen wollen, um anderen von dieser großen Gefahr zu berichten, müssen wir zunächst den Kapitän und seine Mannschaft überwinden. Er wird bald zurück sein. Schnell. Bindet meine Hände los. Wir müssen von hier fliehen. Da kommt dann auch schon der Hauptmann. Volund. Was sich seine Eltern bei dem Namen gedacht haben, wissen sie selber nicht. Der Schatten hat sich erhoben. Wir müssen uns beeilen. Skorgrim hat im Tal Rastarak eine Armee von Bilvissen aufgebaut. Und obwohl meine Rettung die Gefahr eines Krieges zwischen Zwergen und Elben gebannt haben sollte, fürchte ich, die Bilvis-Armee wird nicht lange in diesem engen Pass bleiben. Lasst uns diese Nachricht aus Kelidul an das Tageslicht bringen, auf das unsere Aussicht auf Frieden ebenso hell leuchtet. Megovan. Wir müssen jetzt zurück. Leon, aber Platz 7 ist auch mega gut. Ich habe jetzt gerade erst drauf geachtet. Ihr habt aber alle ganz schön viele Punkte. Ich muss echt mal mehr mit diesen Punkten von Stream Elements arbeiten. Unbedingt. Was benötigt ihr? Ich habe halt so keine Ideen, was man dafür machen könnte.
Avatar ist in Sicherheit und der Frieden in greifbarer Nähe gerückt. Aber die Kriegsgefahr in den Eredluin ist nur nicht gebannt. Wir müssen Skorgon Grimhand besiegen und seine Bedrohung ein für alle Mal beseitigen. Das muss schnell geschehen, bevor er die zweite Stufe seines Plans in die Tat umsetzen kann. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ich werde Matti Starkhand und Gelfin, den Gondermann von Avatars sicherer Rückkehr, in Kenntnis setzen und ihren Meister warnen. Die freien Völker der Eredluin müssen sich vereinen, wenn sie Skorgrim und seine Bilwisse aus diesem Land vertreiben wollen. Während Fürst Vali und Meister Dorungur ihre Streitkräfte vereinen, habe ich eine dringende Aufgabe für euch. Die Bilwisse sammeln sich im Tal Drastereik. Wenn wir den Hauch einer Chance haben wollen, Skorgrim zu besiegen, müssen wir ihre Reihen Reihen ausdünnen. Reist nach Drastereik, dem Tal südlich von Gondamon, und sprecht mit dem Zwerg Ingolf. Greift ihm unter die Arme, damit Vadin und Dorungur eine größere Chance auf einen Sieg bekommen. Eventuell. Und wieder zurück. Seid gegrüßt. Mein Bruder wird dies nicht mehr erfahren, aber es würde mir helfen, das nachts wieder Ruhe zu finden. Ich werde für immer in eurer Schuld stehen. Ich werde meinen Bruder vermissen, aber ich bin mir bewusst, dass sein Tod gerecht und die Grimhand so weit geschwächt wurden, dass wir Langbärte sie endlich aus unserem Land verjagen können. Ich glaube, der gestohlene Bogen war da hier hinten. Ich glaube. Nein, lass mich, ich will nicht. Ach, warte mal. Ich finde, das Spellforce hast du durchgespielt. Spellforce haben wir noch nicht durchgespielt, aber ich finde Spellforce mega gut. Es ist halt bei mir so eine Kindheitserinnerung. Ich habe was vergessen da hinten. Wir haben die Schatztruhen vergessen. Also Spellforce ist halt wirklich ähnlich wie Gothic 1 oder so. Halt so ein Spiel aus meiner Kindheit, das habe ich früher rauf und runter gespielt. Und ja. Damit werden wir nächste Woche auch weitermachen. Ich möchte auch wissen, wie es weitergeht. Nur die letzten zwei Sonntage hatte ich jetzt nicht so die Zeit. Zum einen wollte ich Tales of Arise beenden, was wir dann ja auch Gott sei Dank geschafft haben. Und dann hatten wir direkt Life is Strange angefangen. So ist das Gassi gegangen. Frisches war schon draußen, ja. Ihr sitzt jetzt oben und zockt selber noch eine Runde. Also, jo. Kriegt aber dennoch noch alles mit. Komm her, du elendiger Vogel.
haben ganz schön schmutzige Gesichter, kann das sein? Hier, die kleine Jetzt-Kiste. Oh, da ist auch noch eine. Stimmt, es gibt hier auch noch einen Ort, den man entdecken kann, meine ich. Wir mal gucken, wo der nochmal war. Irgendwo hier. Kann man sich nur ganz bestimmt positionieren. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. Tada, da ist es. Turm von Keledugel. Perfekt. Ja, das Witzige ist, ich weiß nicht, ob das damals irgendwie ein Bug war. Aber wenn ich auf der Seite gestanden habe, habe ich ihn nicht entdeckt. Immer wenn ich auf der anderen Seite direkt hier quasi dann auf der Treppe gestanden habe. Da habe ich ihn dann immer erst entdeckt. Deswegen ist das immer so eine Sache, ob der dann auch wirklich da ist oder... Da musste ich dann hier stehen. Hier hatte ich ihn dann immer erst entdeckt, wo ich dann halt eigentlich auf der Seite gestanden hatte. Ich weiß nicht, ob das damals echt ein Bug war. Nein. Quatsch. Das ist Bruder-Taten. Der Hendro-Webezwinger. Das Zerreik müssen wir noch erkunden. Also, die nächste Pause wird jetzt erst ein bisschen dauern. Du kannst es mir dennoch schon mal schreiben. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eine Pause mache oder ob ich jetzt halt durchziehe. Hängt halt von ab, wann Frühschuss ins Bett geht. Je nachdem würde ich dann halt eine Pause machen. Aber du kannst es dennoch gern schicken. Kein Problem. Aber ich sage aber jetzt schon mal gleich, ich werde es nicht im Stream anmachen, weil wenn es lizenzierte Musik ist, werde ich sie sowieso nicht im Stream spielen. Ich würde es mir dann halt privat anhören. Kommt halt darauf an, wie groß damit die Zone war. Ich würde es nur als Bug bezeichnen, wenn du in der Zone standest, nicht triggert. Kann es aber auch so einfach verstehen, dass du die Zone hier nicht siehst. Ja gut, wie gesagt, ich stand halt direkt auf der einen Seite. Es hat aber nur den Ort entdeckt, wenn ich direkt auf der anderen Seite stand, wo ich dann das ja eben gezeigt hatte. Und das fand ich halt immer recht seltsam. Aber es freut mich, dass ich ihn jetzt einfach halt entdecken kann. Weil ich war halt damals, ich habe alles abgesucht und bin wie blöd durch Keledur gelaufen und dachte, okay, das muss doch hier irgendwo sein. Hab's einfach partout nicht gefunden. Und dann auf dem Pixel genau, da hat es dann funktioniert. Bin an jeder Wand dann irgendwann einfach lang gelaufen. Ihr habt den Bogen von Starkhart zurückgeholt. Ich danke euch. Ich habe nur meinen Namen zu verlieren. Der ist mir lieb und teuer. Ich hätte nicht mit der Schande leben können, Pinglias fürstliches Geschenk zu entehren. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen?